Was ist Diskriminierung? Diskriminierung ist, wenn Menschen anders behandelt, benachteiligt oder unterdrückt werden. Aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Aussehens, ihres Geschlechtes, ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer Muttersprache, ihrer sexuellen Orientierung, weil sie eine Behinderung haben und so weiter. Eine Freundin meiner Mutter war neulich bei Kaufland. Sie wollte Lachs für ihr Kind kaufen. Deutsch ist nicht ihre Muttersprache und sie kann nicht so gut lesen. Sie konnte den Lachs nicht finden, also bietet sie einen Mitarbeiter um Hilfe. Können Sie mir helfen? Ich suche nach Lachs. Was ist denn mit dir los? Kannst du nicht lesen? Der Mitarbeiter schaute die Frau komisch an, weil sie ein Kopftuch trug. Gleich hat er Vorurteile gegen muslimische Frauen oder er wollte ihr nicht helfen, weil sie nicht so gut Deutsch spricht. Beides sind Beispiele für Rassismus im Alltag. Vor der Polizeistation. Wieso bist du denn so angekleidet? Ein Mann in Frauenkleidung, das geht doch nicht. Du bist so hässlich. Schämst du dich nicht? Was geht dich das an? Lass mich einfach in Ruhe. Polizisten sollen Menschen nicht beleidigen, sondern Menschen schützen. Stopp! Jeder und jeder darf fragen, was er oder sie will. Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Und vielleicht fühlt sie sich wie eine Frau, vielleicht ist sie ja eine Frau. Das kann nur sie entscheiden. Ich akzeptiere dich. Du musst keinem erklären, wieso du etwas trägst oder nicht trägst. Hier, ich umarme dich. Die Frau hat ein Kopftuch an und hat in der Hand ein Tesbih, also ein islamisches Gebetsperle. Wir wollen hier keine Muslime haben. Wenn du hier beten möchtest, dann sollst du einen anderen Gott anbeten. Lass sie in Ruhe. Sie hat ein Recht auf ihre Religion. Gib mir das. Nein, das ist mein. Nein, lass sie in Ruhe. Sie hat ein Recht auf ihre Religion. Nee. Kommen Sie bitte mit. Sie soll jetzt mitkommen. Hey, Sie dürfen mich nicht rausschmeißen.